Heute ist das Thema wiederum Blackout, was unser Land tun kann. Und es gibt schon sehr positive Entwicklungen seit der letzten Pressekonferenz vor 2 Wochen. Es wurde einiges bereits realisiert. Zum einen haben das österreichische Bundesheer und die Gemeinden beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Künftig soll in jedem Gemeinderat eine Ansprechperson für das Bundesheer definiert werden. Es soll gemeinsame Übungen geben. Da sage ich, das ist absolut top. Zum anderen haben der oberösterreichische Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr und der Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich, Dr. Dr. Werner Steinecker, einen gemeinsamen Workshop beschlossen, bei dem die Erarbeitungen einer Blackout-Strategie im Vordergrund steht. Und da sind wir auch schon beim Thema Handeln. Nicht nur darüber reden und Gespräche führen, sondern das tun, was ein jeder in seiner Verantwortung auch tatsächlich realisieren kann. Und nicht einfach immer nur Gründe finden, wo man jemand anderen etwas ausrichtet, warum etwas gehen sollte oder warum etwas nicht geht. Erstens, weil wir als Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung Verantwortlichkeiten in diesem Bereich haben. Ich bin für die Gemeindeaufsicht zuständig und Landesrat Klinger für die Sicherheit. Und wir alle wollen unseren Beitrag leisten. Wir wollen zeigen, dass wir das Thema Blackout-Gefahr und beim Blackout-Vorsorge ernst nehmen. Und es gibt viele Experten in diesem Bereich. Ich habe bereits erwähnt, der Herr Sauruck ist der Experte auf diesem Gebiet und wir nehmen all die Warnungen sehr, sehr ernst. Und wir haben ja eine Gesamtstrategie vor 2 Wochen präsentiert, was die Blackout-Vorsorge betrifft. Ich möchte das noch einmal erwähnen, die 4 Ebenen, Bund auf der einen Seite, auf der anderen Seite Land, Bezirk, dann die Gemeinden und dann der Haushalt. Jede Ebene muss aktiv werden. Heute geht es darum, was kann die 2. Ebene, was den 4-Ebenen-Plan betrifft, und zwar die Ebene des Landes und des Bezirkes, machen. Wenn wir all diese genannten Aufgaben erfüllen, da sind wir bereits auf einem sehr guten Weg und da können wir im Land Oberösterreich und in den Gemeinden und in den Bezirken selbst schon sehr viel realisieren. Die Abläufe müssen auch geübt werden. Deswegen bin ich der Ansicht, dass es hier eine landesweite Katastrophenschutzübung einmal geben müsste. Übung macht bekanntlich Meister. Es gibt diesbezüglich ein ausgearbeitetes Planspiel von Herbert Sauruck mit dem Namen Neustart. Übrigens, dieses Planspiel wurde bereits durchgeführt, und zwar von der BH Welsland und vom Welser Panzerbataillon 14. Und da sieht man, dass mit sehr einfachen Mitteln so ein Krisenszenario durchgespielt werden kann. Dieses Planspiel sollte in ganz Oberösterreich ausgerollt werden. Das ist aus unserer Sicht die ideale, die effizienteste und vor allem auch die kostengünstigste Vorbereitung in diesem Bereich. Die 4. Ebene ist die Ebene der Haushalte. Ich würde auch sagen, es ist die Ebene der Familien. Und diese Ebene wird auch angesprochen vom Zivilschutzverband. Was mir aber wichtig ist, man muss dem Zivilschutzverband auch zuhören. Es bringt nichts, wenn der Zivilschutzverband eine Menge von Broschüren diesbezüglich verteilt und auch eine Öffentlichkeitsarbeit macht, sondern es muss jeder Einzelne sich zu Herzen nehmen und soll sich entsprechend auf einen derartigen Blackout, der wahrscheinlich kommen wird, wie die Experten sagen, um eben entsprechend vorbereitet zu sein. Ein wesentlicher Eckpfeiler der unmittelbaren Sicherheit ist die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft am Land funktioniert noch, würde ich sagen. Ob die Nachbarschaft in den Städten so funktioniert, das bezweifle ich. Und deswegen denke ich mir, dass man auch mit dem Nachbarn Kontakt halten sollte. Das ist unbedingt notwendig. Und dann ist auch eine entsprechende Handlungsfähigkeit gegeben. Und diese Handlungsfähigkeit erlangt man in einer Krise nur dann, wenn Abläufe durchgespielt werden, wenn Abläufe geregelt sind, und zwar vorab geregelt werden. Und wir haben ja das ja alles jetzt auch in der Pandemie gesehen,
dass man auf vieles in Wahrheit nicht vorbereitet ist. Und deswegen sollten wir dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen. Wie gesagt, das ist ein überparteiliches Thema. Wir haben überhaupt kein Problem damit als FPÖ, wenn man hier auch unsere Ideen abkupfert oder kopiert, sind alle willkommen. Wir müssen dieses Thema sehr ernst nehmen. Es gibt auch Gemeinden, wie gesagt, die dieses Thema sehr ernst nehmen. Die Stadt Wels zum Beispiel hat hier eine umfassende Sicherheitskampagne bereits initiiert. Deswegen sage ich, Oberösterreich soll das Vorzeigebundesland bei der Blackout-Vorsorge werden. Und wir sind ein Vorbild, offensichtlich auch für andere Bundesländer. Das freut mich sehr, dass die FPÖ in Niederösterreich mit ihrem Antrag erfolgreich war, mit dem gleichen Antrag wie die FPÖ Oberösterreich. Da sieht man, da tut sich etwas aufgrund unserer Initiative und aufgrund auch, das muss man ganz deutlich sagen, aufgrund der Warnungen der Blackout-Experten wie Herbert Sauruck. Und deswegen verweise ich auch noch auf die entsprechenden Leitfäden und Konzepte, die man downloaden kann, und zwar unter www.sauruck.net oder unter gfkv.at.